Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Molex Syntax hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir wollen Coinsäure herstellen oder Kojic Acid, so wie es hier heißt. Ich habe nur sowas gefunden, dass das im Schimmelpilzen ein etwas Natürliches ist, was in Schimmelpilzen vorkommt und dass es im asiatischen Raum in der Kosmetika beliebt ist, da es eine Hautableichung, also dass man dadurch heller wird im Gesicht, also das ist ein Hautaufheller ist das quasi, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Hier steht da, in der Schweiz ist es sogar verboten, das Zeug zu benutzen. Bei uns gibt es das anscheinend. Okay, na gut. So, wir haben hier auf jeden Fall interessante Sachen. Also ich weiß nicht, ob ich aus so einem Sechseck da einen komplett rauslösen kann und da einen Sauerstoffatom dafür dazwischen mogeln kann oder ob ich das mit mehreren Dreiergruppen mache. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir gucken mal. Cleaching Agent ist der Effekt hier. Das kann ich nicht übersetzen, aber C6H6O4 hätten wir. So, wir hätten ja theoretisch diese Gruppe. Die ist ja hier komplett drin, ne? Wenn wir die Gruppe hier nehmen und das uns mal angucken, ne, müssen wir ja die Gruppe, die ist da komplett drin. Also die können wir schon mal nehmen. Die ist da drin. So, die müssen wir bloß so rumdrehen. Und dann sieht das nämlich schon fast halb so aus wie das ganze Ding, was wir hier brauchen. So, dann könnten wir noch mit 3x C was synthetisieren, aber hier haben wir sogar 3x C und ein Doppel-O dran. Ne? Das sieht doch auch schon mal ganz gut aus. Das können wir doch direkt hier daneben legen. Obwohl, warte mal, das. So, so. Dann drehen wir das O nach unten. So. Kann ich das O nicht nach unten drehen? Direkt nach unten? Hallo? Sei doch mal nicht so. Was ist mit dir los? So. Okay, das könnte man auch hier hinlegen. An die Stelle dann. 1, 2, 3. Obwohl, das schließt sich hier schon an. Nee. Mal. Ah nee, das. Die, oh, warte mal, das steht nicht richtig hier. Warte mal. Doch, das steht richtig. Ach so, das C ist hier aber nicht richtig. Alles klar, okay. So, da muss noch ein C dazwischen. Und hier muss noch ein C dazwischen. Ist die Frage, wo holen wir uns das her? Holen wir das hier her? Komm, hier mit CO. Also hier müsste ein C dran, da ein C, hier müsste das O einzeln dran und da müsste das O doppelt dran. Haha, das stellst du dir so einfach vor. Und das O müssen wir ja auch noch verschieben hier. Das ist ja auch nicht im richtigen Winkel dran. Müssen wir ablösen, da wir hinschieben und wieder dran mokeln. Und das ist ja auch noch nicht so das Richtige. Ich dachte, dass das hier schon besser aussieht. Theoretisch müssten wir, warte mal, wie ist denn das überhaupt? Das muss ich ja trotzdem noch verschieben. Warte mal, das sieht gar nicht so gut aus. Warte mal, da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht eine andere Gruppe haben. Oder schon besser aussieht. Oder wir machen denn das Einzelne hier. Warte mal, das könnte man auch machen. Nehmen wir das weg. Schieben wir das da hin. So. Genau, warte mal, mach das mal weg. Brauchen wir nicht mehr. So. Dann müssen wir hier bloß einen Sauerstoffatom doppelt dran gebunden, einfach angebunden dran kriegen. Quasi so. Wie auch immer wir das hinkriegen, das werden wir schon noch sehen. Und dann auf der Seite, warte mal, was fehlt mir denn noch? Hier fehlt ein CCO. Quasi. CCO, das hätten wir hier quasi in dieser Form. Sieht nicht schön aus, aber selten. Na gut. Sieht wirklich nicht schön aus, aber selten, ne? Ganz schwierige Nummer so. Wollen wir die Rohstoffe dazu nehmen oder wollen wir uns doch lieber noch was anderes aussuchen? Wir könnten ja auch. Ich mach das nochmal weg. Also hier muss ein Sauerstoff und ein C-Atom ran. Das sieht hier eigentlich schon mal ganz gut aus, aber hier haben wir ziemlich viel abzumontieren, ne? Wenn wir jetzt, aber da haben wir dann auch mal ziemlich viel abzumontieren. Also hier muss das H raus, muss hier ein C, C, O. Aber C, das ist schon mal richtig. Hier müssen Sauerstoffatome ran und die ganzen Wasserstoffatome müssen hier raus.
Das heißt, da haust du dreimal das Wasserstoffatom raus, bis denn da die Verbindungen richtig sind. Hier musst du zwei davon abhauen. So, das können wir ja mal testen, ob das hier irgendwie sinnig geht. So. Muss hier denn auch die Verbindung richtig rumsetzen. Und auf der 6 müssen wir dann hier auch welche weghegen. Okay. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. In zwei Schritten sind wir schon mal ziemlich weit. Das können wir dann hier mit der 5 genauso machen. Sind wir auch schon mal ziemlich weit. Und jetzt muss dann hier bloß die Gruppe dann dazwischen kommen. Nehme ich das hier oder das da? Hier muss ich drei abmeißeln, da muss ich auch drei abmeißeln. Hier muss ich auf jeden Fall auf jeder Seite drei abmeißeln. Alles andere ist, glaube ich. Ne, die nehmen wir nicht. Wir nehmen die. So. Und nun kommst du. Jetzt haben wir hier natürlich jetzt schon was davor stehen, was da gar nicht mehr davor stehen darf oder sollte. Aber die 3 kann ja hier noch drauf. So. Die 3 kann jetzt erstmal dort auch abziehen, die ganze Sache. So. Dann müsste die 3 auch noch vom O ein abziehen, damit sich das O hier mit verbindet. Ah, die 2 ist schon mal gut. Das ist gut. Und hier müsste. Na gut, die 2, ja. Das kann auch die 1 übernehmen. Ah, nee, die 1 muss ja hier noch das Sauerstoffatom bereitstellen. Halt. Die 1 muss ja hier das Sauerstoffatom noch bereitstellen, was wir von hier nehmen. So. Dann macht die 1 ein Minus dran. Achso. Ne, die 6. Sieht gut aus. Die Seite ist fertig. Gut. Das heißt, wir haben jetzt noch die 4, die quasi dann theoretisch da zwei Wasserstoffatome dran springen müsste. Sieht auch gut aus schon mal. Die 3 muss noch wieder 1 abziehen. Ich will nicht so viel Movement wieder drin haben. So. Wie die Doppelverbindung, die Verbindung haben wir. Jetzt muss da die 3 theoretisch hochmoven oder die 2 muss die 1 rüber moven. Die 4 muss E1 hoch bewegt werden, um jetzt das Sauerstoffatom zu entfernen. Das muss weg. Oh, das bewegt sich in die falsche Richtung natürlich. War ja wieder klar. So, sehr gut. Dann kann sich die 2 durchaus auch 1 bewegen. Falsche Richtung. Auch logisch. Und dann da noch 1 abziehen. Und dann sieht das doch hier in der Mitte eigentlich schon so aus, wie es aussehen soll. So, jetzt hat die 1 relativ wenig zu tun. Na gut, okay. So, dann könnte man ja jetzt nochmal von der Ausgangsposition ausgehen und gucken, was man da vielleicht besser machen könnte. Also durchschießen wäre natürlich hier interessant gewesen, wenn man zwei quasi komplett. Also ich bin ja eigentlich nur am Wasserstoff abbauen die ganze Zeit, ne? Ich füge, außer bei der 4 füge ich welche hinzu, ansonsten baue ich immer ab. So, das kann ich aber auch nicht reindrehen. Kann das dann nur reinschieben? Dann guckt die 3 auch da drauf. Und dann macht das eine Doppelverbindung da schon mal. Ich kann da auch zwei Wasserstoff dran und dann das wegixen, ne? Das geht auch. Nur dann haben wir hier eine Trippelverbindung. Das müssen wir dann natürlich hier drinnen machen, oder?
So, die zwei Moved hier noch. Die 5 muss dann noch ein X kriegen. Nee. Ah, den verarbeiten wir jetzt hier nicht mehr. Ah. Die 3 will da oben dreimal abziehen, das ist ja Quatsch. Wir kriegen hier keinen gegen katapultiert, ne? Das, meine Damen und Herren, ist natürlich sehr schade. Das, meine Damen und Herren, ist natürlich sehr, sehr schade, weil wir müssten da 2 dazu kriegen. Die 2 brauchen wir ja hier sowieso. So. Okay. Boah, dann kommen wir wirklich ganz schön in Teufelsküche hier. Eins, zwei, drei. Warte, du machst eins, zwei, eins, zwei, drei. Dann bewegt er sich eins nach oben oder bewegt sich die 2? Ein hin, ein weg, ein zurück. Okay, ja. Ein hin, ein weg, ein zurück. Ja, und dann sagt hier irgendeiner, ist fertig. Ach, die 2 bewegt sich in die falsche Richtung. Zurück. Okay. Gucken wir mal im Vergleich. Wir sind gar nicht mal so schlecht. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Wir haben relativ wenig Module gebraucht. Nur 10 Stück. Wir haben nur 20 Symbole, sind unter dem Schnitt. Und wir sind bei den Cycles unter dem Schnitt. Das ist gar nicht mal schlecht. Sehr schön. Das ist doch mal schön. Das ist doch mal erfreulich. Nach der letzten Runde, also die vorgestrige, da waren wir ja doch ein bisschen, sagen wir mal, hinter allem. Aber hier, das haben wir sehr gut hingekriegt. Okay. Da brauchen wir gar nicht weiter dran rumoptimieren. Das sieht doch gut aus. Einwandfrei. Ich würde sagen, dann war's das. On the Term of History, these molecules, they are classified in different ways. Ja? Some they are given away for free, others cost a fortune. And some were illegal. Ah, naja, das ist klar. Alles ist nicht immer legal. Aber das war schon mal eine gute Lösung mit, ja, doch, also das ist eine sehr gute Lösung. Die, finde ich, ist uns gut gelungen. Also dann hoffe ich, dass es euch auch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.